könnte höchstens noch eine Lohnerhöhung verlangen, aber das ist nicht meine Art. Weil ich bin jetzt einfach mal grundehrlich, ich verdiene meine 4500, wenn ich 100% arbeiten würde. Aber da ich natürlich nur 60% arbeite, verdiene ich weniger. Das sind 2700. Plus bekomme ich die Schulgebühren zu 70% geschenkt. Also ist es ein bisschen mehr als das. Einen 13. Monatslohn gibt es zwar nicht, aber dafür gibt es jedes Jahr einen Bonus von zwischen 80 bis 120%. Ist das auch sozusagen 13. Monatslohn? Passt also. Man kommt damit durch. Das ist nicht viel Geld, wenn man gleichzeitig noch studiert und viel abgeben muss daheim. Aber ich komme so durch den Monat. Gerade so. Kann mir sogar ab und zu ein paar Sachen leisten. Also so tragisch ist es nicht. Aber es ist keine Situation, wo ich mir denken würde, jetzt muss ich unbedingt ausziehen. Das macht nicht wirklich Sinn. Mal schauen, ob ich die noch knacken kann. Auf der Geraden hole ich die jedenfalls nicht wirklich. In Kurven auch nicht wirklich. Nein, ich hole in Kurven fast nichts auf. Vielleicht reicht's noch, wenn ich Glück habe. Nein, Glück habe ich keins. Habe ich eh nie gehabt. Das lag ganz allein am Fehler in der ersten Runde. Ansonsten hätte es gereicht. Bin ja auch ein bisschen selber schuld. Muss man ehrlich zugeben.
So, das war ein mutiges Manöver. So, 9 Sekunden an die Spitze. Immer diese leichten Quersteher. Aber halb so wild. So, diese Kurve hasse ich. Dass man so blöd durchfahren. Da muss ich immer überlegen. Wie fahre ich die am besten? Driftstyle um die Kurven, yay! Der Hyundai-Fahrer hat hier gut überlegt, der Wanderwehen. Ja, ich habe ihm auch Platz gelassen, aber er konnte das Manöver dann trotzdem nicht setzen. So, das Überholmanöver hier war aber böse. Das war echt, das wär jetzt gut. Drifts habe ich unter Kontrolle. Puh, das war knapp. Bisschen weit. Und schon ist der Honda wieder vorbei.
zwei Leute von außen überholt. Mach das mal nach. So, und jetzt müsste ich ein bisschen Zeit rausholen. In der Theorie. Da habe ich jetzt jemand anderes in der nächsten Runde hingelegt, nämlich Katayama. Der kommt ebenfalls von ganz hinten. Aber der Ami da hinter mir, der Meyers, der holt schon ein Stück auf. War jetzt auch nicht die beste Runde von mir. Ich rutsche sehr viel herum. Aber der hat jetzt einen Boost bekommen. Das ist jetzt klar. Das ist klar. Weil normalerweise war ich ja ein paar Sekunden schneller als die Gegner. Aber wenn die einfach so rankommen können, dann haben sie offensichtlich den Boost. Nicht ganz fair, aber egal. Meine Güte, mach keinen Scheiß hier. Nein, du kommst hier nicht vorbei, vergiss es. Boah, habt ihr den Speed gesehen, den er auf der Geraden drauf gehabt hat? Also, wenn das kein Boost war, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber jetzt habe ich es auch endlich geschafft. Nach zwei Versuchen. Gut, zuerst haben wir mal das Auto abholen, das wir gewonnen haben. So, was wert es? Sind alle nicht so teuer. Aber es ist der Time Attack Subaru Impreza. Ja, ich sag den Impreza. Für mich ist das ein Impreza, okay?
So, also gehen wir zum Home. Sortieren das Ganze mal nach Hersteller und gehen nochmal zum Subaru, damit wir ihn verkaufen können. So, wo ist er? Da. Den habe ich mal gekauft. Wenigstens für 90.000 wieder weg. Und damit sind wir schon bei 1,3 Millionen. 3 Millionen brauche ich, wenn ich den Red Bull X2000 13 oder 2014 Standard kaufen möchte. Muss ich also noch ein bisschen weiter machen. Okay. Tokio. Nochmal mit dem Fokus. Also, und weil das eine Strecke ist, wo relativ viel Vollgas gefahren wird, gehe ich hier auf wenig Abtrieb. Und mal auf 2080. Das sollte zumindest ein bisschen das Übersteuern bekämpfen. Sollte ich zumindest auf der Geraden hinterherkommen. Ups. Ja, rutscht ein bisschen weniger. Ups. Da war ich böse. Würde ich beim Kartfahren natürlich nie so machen. Außer der Gegner macht's auch so. Wenn es der Gegner auch so macht, dann zahle ich es ihm gleich zurück. Auf die gleiche Art. Lustigerweise komme ich hier schneller näher als jetzt noch beim Willow Springs Kurs, aber Willow Springs ist ja auch eine der Strecken, wo ich wirklich schwach bin. Das war jetzt ein Überholmanöver, das ich nicht eingeplant habe. Aber das führt dann gleich zum nächsten. So schnell näher, das ist unglaublich. Da habe ich jetzt ein bisschen Zeit verloren, weil ich so viele Gegner überholen musste. Ja, jetzt verliere ich Zeit.
weil ich so viele Gegner überholen muss. Da rennt einer wahrlich davon. Ups. So, jetzt wird mal Gas gegeben, die nächsten 4,5 Runden. So, da habe ich schon 2 Sekunden aufgeholt in dem Sektor.